In diesem Video möchte ich dich mit in die Illusion nehmen. In die Illusion des Lebens. Wahrscheinlich hast du einiges schon gehört oder auch gelesen, was ich dir jetzt zum einen Teil mitgeben werde. Ich möchte dich allerdings in diesem Video ein Stückchen tiefer führen, die Illusion zu fühlen und auch die Klarheit und das Bewusstsein zu haben, sie jederzeit verändern zu können. Gerade in der nächsten Zeit wird uns dieses Bewusstsein massiv unterstützen. Das Bewusstsein, dass all das, was du glaubst, es wäre Realität, all deine Persönlichkeit, deine Vergangenheit, dein Feld, deine Situation, die politische Situation, die Situation hier auf Erden, dass es letztendlich eine Illusion ist, die du wie auch das Kollektiv erschaffen und kreiert hast. Diese Illusion ist letztendlich oder entsteht aus dem Bewusstsein heraus, dass du nicht bewusst bist. Die Illusion entsteht aus dem Denken heraus oder aus dem Bewusstsein heraus, dass du nicht bewusst bist. Gerade auch in der spirituellen Szene ist oftmals ein Streben danach, Dinge zu erreichen. Und dieses Streben kommt aber immer aus einer Unbewusstheit heraus. Auch wenn wir glauben, wir streben bewusst nach etwas, kommt es aus einer Unbewusstheit heraus, weil wir bereits sind, wonach wir streben. Was ich damit sagen möchte ist, wenn du nach Liebe strebst, zum Beispiel, ich möchte mehr in Selbstliebe kommen, kann das nie sein und kann das nie erfüllt werden. Du strebst dann nach etwas, was du bereits bist. Wenn du gegen etwas ankämpfst, kämpfst du gegen etwas an, aus dem eingeschränkten Bewusstsein heraus, dass das hier Realität wäre, anstatt dass du, was ich dir gleich sagen werde, aus der anderen Bewusstseinsebene heraus das Feld kreierst, wie du es haben möchtest. Wenn du in einer Ehekrise bist, ist selbst diese Ehekrise eine Illusion, in der du dich befindest, weil du in einem eingeschränkten Bewusstsein das jetzt hier als real betrachtest. Dasselbe gilt auch für Geldsorgen, Geldmangel, für all diese Themen, die uns tagtäglich belasten und an die wir uns klammern, an die wir uns festhalten und die wir für real glauben. Der Schlüssel dazu ist die Erinnerung. Es ist die Erinnerung, dass du dieses vollständige Bewusstsein bist, das ständig in der kompletten Fülle, Gesundheit, Vollständigkeit ist. Und nur aus der Unbewusstheit heraus kreierst du dir Situationen, die dich wiederum in einen Kreislauf bringen, dass du dann in der Matrix heraus Dinge versuchst zu lösen, was aber nie funktionieren wird oder nie auf Dauer funktionieren wird. Der Schlüssel zum Lösen aller Probleme, vermeintlichen Probleme, die du als Probleme ansiehst, ist, sich zu erinnern, dass du reines Bewusstsein bist und aus diesem reinen Bewusstsein ständig in einem Schöpfermodus bist und von einer Sekunde auf die andere ein Feld neu erschaffen kannst, indem du die Illusion, die es gerade gibt, aus einer höheren Bewusstseinsstufe heraus neu schaffst und neu kreierst. Wie tust du das? Der wichtigste Schritt ist, aus der Situation herauszutreten. Das heißt, in die beobachtende Position zu kommen. Nehmen wir mal an, du bist jetzt in einem Streit mit deinem Partner, mit deiner Partnerin.
Was du tun musst, ist, dich aus der Situation zu bringen. Ja, in dem Moment, wenn Emotionen hier drinnen sind, Emotionen haften uns noch mehr in eine Situation, Emotionen haften noch mehr immer an der Matrix heran. Wenn du emotional geladen bist, versuche niemals eine Situation zu lösen. Was du tun musst, ist, erstmal wegzugehen, kurz die Situation zu verlassen, auch wenn du mit dem Stolz in dem Moment zu kämpfen hast, auch wenn der andere sagt, oh, rennst du schon wieder weg. Du trittst aus der Situation heraus, erstmal physisch und dann auch mit deinem Bewusstsein. Das heißt, wenn du den Raum hast, schließt du die Augen und hast das Gefühl, wie es ist dieses Theaterstück, es ist die Bühne, so mache ich es immer. Das ist dieses Spiel und du gehst jetzt, setzt dich jetzt ins Publikum hinein und siehst jetzt dich mit deinem Partner dort in diesem Streit, in diesem Konflikt. Du bringst dich in dein erhöhtes Bewusstsein von dieser Vollständigkeit, von dem, was du bist, ohne den Anhaftungen, das ist jetzt die Person, ohne den Anhaftungen, ich habe die Meinung, der hat die Meinung und ohne die Anhaftung von den Emotionen, all diesen Dingen. Das heißt, du schaust dir für einen Moment aus dem Publikumsraum dieses Theaterstück an. Und du wirst sofort merken, dass du diese Anhaftung an die Situation verlierst. Ja, du verlierst plötzlich eine gewisse, diese Aufgeregtsein, das Aufgeregtsein, die Emotion geht weg. Und aus dieser Perspektive des Beobachters nimmst du nun die Perspektive ein des reinen Bewusstseins, indem du einfach sagst, ich bin jetzt reines Bewusstsein. Aus diesem reinen Bewusstsein heraus wirst du immer mehr plötzlich spüren, dass du in eine Ruhe kommst, in eine Stille kommst, Frieden auch in dir fühlst. Und aus diesem Frieden heraus spürst du, dass du einerseits völlig im Reichtum in der Fülle bist, in der kompletten Gesundheit bist, dass du verbunden bist mit allem, dass da kein Getrenntsein ist, dass du weder eine Persönlichkeit hast, noch Emotionen, noch irgendwelche Ziele, Pläne, sondern dass du einfach bist, ewig existierst. Du spürst auch plötzlich, dass das letztendlich, was da gerade ist, wie ein Müh ist in diesem großen, weiten Feld. Und dann kannst du dir aus diesem reinen Bewusstsein wählen, ja, wie du die Situation gerne haben möchtest. Aus der Fülle heraus. Weil wenn wir gefangen sind in dem und sagen, in der Matrix, ja, und sagen, wie möchte ich es gerne haben, steht uns nur das eingeschränkte Bewusstsein oftmals zur Verfügung. Es gibt jetzt Schwarz und Weiß. Und deshalb ist dieser Schritt notwendig, in das Gefühl des reinen Bewusstseins zu kommen, der Fülle, des Reichtums, dass du spürst und spüren kannst und dass dir viel, 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 viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen, wie du jetzt eine neue Illusion kreieren möchtest. Denn in dem Fall musst du zurück in den Körper, musst du zurück in dieses Leben, weil du noch eine Aufgabe hast oder weil du als reines Bewusstsein nochmal hier in dieser physischen Inkarnation dich erfahren möchtest, ja? Aber du kannst wählen in dem Moment, was möchtest du, wie möchtest du das haben? Aus dieser Fülle heraus. Und vielleicht sind da viel, viel mehr Möglichkeiten oder garantiert stehen dir dann viel, viel, viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung.
Du wählst jetzt aus dieser Beobachterperspektive, wählst du jetzt, wie dieses Theaterstück weitergehen soll, wie dieser Film weitergehen soll. Und du wirst merken, dass diese Wahl viel von höherer Schwingung sein wird, als wenn du aus in der Matrix heraus das verändern wolltest. Also du wählst jetzt in dieser Fülle heraus, wie soll die Situation weitergehen? Und aus diesem reinen Bewusstsein heraus fühlst du diese Situation dann, die du dir neu kreierst, also diese Illusion. Du spielst dir vor deinem geistigen Auge, spielst du dir dieses Theaterstück schon mal vor. Und du wirst aus dem reinen Bewusstsein der Fülle heraus dann sofort fühlen, stimmt das? Stimmt das, wie ich es mir jetzt, wie ich dieses Theaterstück haben möchte? Oder ist da noch etwas vielleicht zu ändern? Wenn du spürst, es ist noch etwas zu ändern, dann kreierst du das neu. So lange neu, bis du auch in dem Theaterstück das Gefühl hast von diesem völligen, freien Bewusstsein, das du bist. Und dann beamst du dich praktisch auf die Bühne. Du beamst dich auf die Bühne wieder rein in den Körper, in die Situation, in diese Illusion. Und du wirst merken, dass du dann in der Situation ganz anders kreierst und handelst. Und vor allem aus diesem Bewusstsein heraus kannst du dann auch immer wieder wechseln. Immer wieder wechseln. Das ist oder das bedeutet, klar und bewusst zu sein. Bewusst heißt, sich bewusst zu sein, dass das hier eine Illusion ist. Und ich höre jetzt schon, ja, was ist hier finanziell, hier Krise, kein Geld oder Existenzmangel oder hier ist der Unfall oder hier ist der Tod von jemandem, ja. Perspektivwechsel und aus diesem reinen Bewusstsein heraus, weißt du, dass du, ja, wenn dieses Lebensspiel zu Ende ist, dieser Theater, ja, der Vorhang fällt, dass dann praktisch diese Bühne nicht mehr existiert für dich. Aber du weißt nach wie vor, dass du dieses reine Bewusstsein bist, das niemals sterben kann. Nur der Platz, die Bühne, das Theater kann in sich zusammenbrechen. Dieser Fokus, diese Dinge so zu sehen und vielleicht die einzelnen Lebensbereiche in diesem Bewusstsein mal durchzugehen, wird dir in jedem Fall helfen, durch die nächste Zeit zu kommen. Wird dir helfen, verschiedene Situationen und auch im Außen, im großen Kollektiv anders wahrzunehmen. Und wird dir helfen, zu sehen, wow, was ist denn das für ein Theaterspiel, wortwörtlich, das da gerade existiert? Und nochmal, du bist hier, hast dich entschieden, aus diesem reinen Bewusstsein in diesem physischen Körper ein paar Theaterstücke auszuprobieren, zu spielen und dann wieder zurückzukehren. Und so geht es mit jedem Menschen, so geht es mit allem. Und aus dieser Ewigkeit heraus, aus diesem Bewusstsein der Ewigkeit heraus, kannst du wieder frei atmen und fühlst du und spürst du plötzlich die Freiheit in dir.